Moin Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Stream hier mit Farming Simulator 22 auf unserer schönen Farm am Hafen hier in der Nordfriesische Marsch. Und ja, alle, die sich fragen, was es heute gibt, natürlich werden wir heute wieder jede Menge Halme töten, also das zum einen. Und selbstverständlich gibt es auch noch das eine oder andere zu fahren. Das heißt, erstmal natürlich die übliche Farmarbeit. Ganz spezielle Umbauten oder so sind heute nicht geplant, aber wer weiß, was so spontan noch in den Kopf kommt. Apropos spontan, da war noch die Idee, oder ich hatte mal die Idee, eine Benzinproduktion aufzubauen. Vielleicht, ganz vielleicht, wenn die Felder nachher laufen und so, könnten wir das mal anmachen. Mal schauen, mal schauen. Ja, ich hoffe, ihr habt gut geschlafen, seid hier fit und habt Bock, hier richtig mitzufiebern, anzufeuern, den Drescher anzufeuern, wie auch immer. So, genau. Wo ist mein Kaffee? Ach, da ist mein Kaffee. So, das zum Ersten. Und jetzt müssen wir mal hier gucken, dass wir den Drescher ans Laufen kriegen. So, irgendwie haben die hier... Ah, so, genau. Der Extended Farm Manager ist ein bisschen verändert worden. Gewisse Sachen sind im Multiplayer jetzt wohl nicht mehr möglich. Das steht zumindest so da. Das kann ich halt nicht testen, weil ich ja kein Multiplayer spiele mit diesem Spielstand. Bedingt durch den einen oder anderen Mod eben nicht möglich. So, der ist frei, das heißt, der ist im Umlauf. Den können wir also nehmen. Den könnte ich jetzt zum Beispiel umbenennen in... Muss ich mal umbenennen hier. Ist er vielleicht gar nicht verkehrt, wenn ich den erstmal auch so benenne. Ich will das mal ausprobieren, ob, wie gut das funktioniert hier. Und die X9, also 1100, das lassen wir einfach mal. Und als kleinen Zusatz packen wir dahinter einfach mal den... Oh, das war zu viel, oder was? Zu viele Buchstaben, oder wie? Jetzt hat er das tatsächlich da unten. Ach, davor gemacht. Wer hat denn eine 8? Jetzt verstehe ich hier gar nichts mehr. Okay, nochmal versuchen, umbenennen. Passt nicht, okay. Ja, das finde ich ja bedeutend schade. Dann lassen wir das so, wie es ist. Ich bräuchte mehr Platz zum Schreiben. Umbenennen ist das als das eine, aber ich möchte natürlich gerne noch, dass das da, dass der Text da bleibt. Das heißt, ich möchte immer noch wissen, wie heißt dieses Gerät eigentlich, da ich das ja meistens gar nicht so wirklich im Kopf habe, die Namen. Sonst ist das immer ganz schön, mal nachlesen zu können. So, wir haben heute Mais auf Feld 43 und 49. Na, die Felder, die ich zusammengefügt habe, und dann noch Raps auf Feld 50. Ist jetzt in seiner Größe dem gemergten Feld wirklich... leckt mich. Fast über den Hund gefahren. Ich mag, dem passiert nichts. Ich weiß, aber irgendwie mag ich das nicht. Ich fahre nicht so gerne über dieses Tier. Ja, was wollte ich sagen? Ach ja, genau. Das Feld 50 ist mit Sicherheit
ähnlich groß wie die anderen beiden Felder, die zusammen sind. Was ist das da oben? Adler, ganz viele? Cool. Ja, den Mähdrescher hier, den kann ich nicht alleine fahren lassen, so mit dem Mähwerk vorne dran, weil der einfach zu breit ist. Der würde zu weit rechts natürlich auf einer Fahrspur versuchen zu fahren und dann an Leitplanken hängen bleiben und so weiter. Ihr kennt das. Davon ab ist das sowieso ein ziemlich breites Gerät hier. Mal hier mich auf eine Fahrspur setze. So wirklich draufpassen tut er auch ohne nicht. Immer wieder eine schöne Gegend. Erinnert mich immer wieder an meinen Urlaub. Ich bin ja gerne am Meer, jetzt nicht unbedingt an der Nordsee, weil mir da zu häufig das Wasser fehlt. Naja, Ebbe und Flut muss einem gefallen, sage ich mal. Dafür gibt es dann natürlich auch sehr schöne Sachen zu sehen. Ne? Die ganzen Siedchen und so, das hast du natürlich an der Ostsee zum Beispiel nicht. Glaube, ich habe hier noch keinen Feldkurs für. Kann das wohl sein? Wir sind auf diesem Feld. Ich habe keinen Plan, wie ich den genannt habe. Ich glaube auch Drescher, Sonnenblumen oder so habe ich den, glaube ich, immer genannt. Aber den habe ich hier noch nicht. Ist ja auch klar, hat ja auch eine ganz andere Schnittbreite dementsprechend. Muss ich natürlich hier erst wieder einen Kurs erstellen. Loop erstellen. Ah, Feldposition, ja, haben wir. Die war hier oben. Und ich fange mal wieder hier an. So. Ja. So, dann Kursgenerator, zwei Vorgewände. Mag eine recht gute Idee sein. Minus 0,4. Wir gehen auf. Was gibt ja, der hat ja hier einige enge Kurven zu fahren. Deswegen gehe ich mit dem mal auf minus 2. Vielleicht sogar auf minus 3. Dann soll er mal zeigen, was er drauf hat. Ja, so gefällt mir das besser. So, ja, dann gucken wir mal, was der Kurs so bringt. Und wenn er gut ist, dann kann ich den immer noch speichern. Ne? Ich habe ja letzte Mal, also wenn ich natürlich jetzt hier einen Ladewagen hinterher schicken müsste oder sich das lohnen würde, weil der irgendwie noch Stroh oder so absondert, also dann hätte sich das natürlich nicht vermeiden lassen, das jetzt schon zu speichern. Aber so baue ich erstmal, wie der Kurs so anlässt.
Ich sehe da was. Vielleicht wäre es von Vorteil, wenn ich das noch anmache. Was macht es dem LKW leichter, hierher zu finden? Ist übrigens natürlich ein, wie so häufig bei mir, ein Mod, dieses super breite Teil hier, was da vorne dran ist. Der Ernte als solche ist normalerweise schmaler. Aber das ist eigentlich eine hervorragende Idee gewesen. Weiß nicht, ob es die wirklich gibt in der Breite, aber das ist noch nicht mal der breiteste. Es gibt den tatsächlich noch in 18 Meter. Er hat 15 Meter oder 15,3, der andere hat 18 Meter. Da habe ich nur das Problem, dass ich den nicht automatisch abfahren lassen kann. Ja, das heißt, der muss anhalten und da muss ich so schräg ranfahren, weil das Rohr nicht lang genug ist. Und bei dem hier, da das ist ein guter Kompromiss zwischen dem schmalen und dem ganz breiten. Mit dem Rohr passt es. Das Rohr von dem hier, deswegen habe ich den auch genommen, ist relativ lang. Im Gegensatz zu dem Chase, den ich sonst benutze hier. Ansonsten, ja, finde ich, hat der einfach auch was. Er ist ja, ich lege auch immer sehr viel Wert aufs Aussehen. Ich bin ja oberflächlich, was das betrifft. Die Erntemaschine kann noch so effektiv sein. Ich muss sie mögen. Mal kurz zur Ankündigung, zum späten Nachmittag hin bin ich noch verabredet, dementsprechend werde ich dann mal so ein bisschen, sag mal, wird auch nicht viel früher wie sonst. Da bin ich mit den 3 Metern aber hart an der Grenze. Ich glaube, bei dem einen Baum passt das sogar nicht, oder? Doch. Ist das bei allen? Der eine Baum steht weiter drin, oder vielmehr die Bäume stehen alle weiter drin. Könnte eng werden. Das könnte. Und ja, passt nicht. Ja, wird blockiert. Ich habe jetzt aber keine Lust, alle Bäume zu fällen. Nur für diesen einen Mähdrescher. Also wird das nochmal geändert. Heißt aber auch, ich muss das nochmal von vorne fahren. Naja, fahren lassen. Ihr kennt das ja, öfter mal anfahren lassen. So, dann machen wir das nochmal. Job erstellen. Feldposition war ungefähr hier. Kursgenerator 2,4, das sollte passen. Generiere Kurs. So, hat sich verändert. Klar, jetzt muss ich natürlich nochmal nach vorne, weil ansonsten, obwohl, ich habe eine Vorgewendeüberlappung von 25% eingestellt. Brauche ich gar nicht.
ich fahre das jetzt einfach hier so weiter und dann muss das gut sein. Der schon wieder. Okay. Machen wir es mal anders. Wir fahren mal nach hier und sagen immer so, jetzt mach. Könnte natürlich daran liegen, dass er da diese komischen Schlenker gefahren hat. Ja, das war es nämlich auch. Wenn er einfach gerade ranfährt, passt es jetzt. Zwar ziemlich knapp an Kante, aber doch, das könnte man. Wir dürfen jetzt aber auch nicht wirklich, ne, 20 cm näher am Feld stehen. Dann bleibt er wieder hängen, ja, so wie hier. Nur langs mal weg damit. Zurück. Und weiter. Ja, bei dem war tatsächlich unten die Baumwurzel so ein bisschen im Weg, ne? So. So, weitermachen. Jetzt passt er. Okay. Die Baumreihe sieht auch weitestgehend unbeschädigt aus. Also ist da erstmal alles gut. Wunderbar. Was ich jetzt natürlich noch gar nicht habe hier, wichtigerweise, ist natürlich ein LKW. Der muss ja auch dahin. Sonst steht der gleich da. Oh je, wie viel ich hier noch aktiv habe, das ist ja irre. Aber ein paar brauche ich davon ja auch gleich. Ich habe ja noch das Feld 50. So, dann jetzt kurz überlegen. So ging das an. Genau. So, dann wollen wir mal den Mähdrescher unterstützen auf Feld 43, 49. Und da es sich um Mais handelt, bringen wir das erstmal zum Lager. Oh, schafft er. Ab dafür. Cool, warte. Wenn wir schon mal hier sind, dann können wir den ja schon mal Richtung Feld 50 fahren lassen. So eine Betonung Lack abfahren lassen, bei dem geht das nämlich. Zack. Ab dann Feld 50,
So, ja noch. Oh, das ist bei denen. Bei denen ist es halb so wild. Die passen recht gut auf die Straße, zumindest auf dem Hinweg. Auf dem Rückweg kann da schon mal vorkommen, dass sie so leicht an die Leitplanke kommen. Ist aber nicht so schlimm. Also die bleiben nicht hängen oder so. Oder sagen wir mal, nicht mehr. Wir sind ja hier bei der Einfahrt, sind hier immer hängen geblieben. An dem Gatter von den Schafen. Aber da habe ich inzwischen ja auch schon ein bisschen dran gearbeitet. An dem Feldkurs natürlich, nicht an dem Gatter. So. Gerade Feldkurs gesagt. Ich meinte natürlich, ne, abtanken. So, lass uns mal hier durch. Der fährt hin. So, dann brauchen wir natürlich noch einen auf Feld 50. Den können wir auch schon mal hinbringen. Da kommt Raps weg. So, ja gut, Raps auf jeden Fall erstmal Lager, würde ich sagen. Und dann muss ich schauen, wo ich das noch brauche. Erstmal, ich habe ja die letzte Mal mit dem letzten Rapsfeld die Gewerke, also hier Multiproduktionsfabrik, die Produktion, dann die, was war es, die Futterfabrik meine ich noch. Ne, nämlich schön aufgefüllt. Er sollte erstmal wieder genug drin sein. Okay. Erstmal Silo 2 abladen und dann immer weiter. Cool. Den werden wir heute auch noch einsetzen, natürlich. Den kann ich auch mal direkt wegbringen. Machen wir es uns doch mal einfach. Kommt hier gleich so ein LKW vorbeigeflogen? Feld 46 muss gedüngt werden. Ich den die Feldspritze. Zack. Aktiviert. Dann gehen wir. Erster Wichtpunkt. Muss ich gar nicht mehr einsetzen, habe ich so letzte Mal ja mitgekriegt. Das macht er, wenn er automatisch hinfährt. Macht er das auch automatisch, dass er zum ersten hinfährt? Also zum ersten Punkt. Auch wenn man das Ding auf nächsten Wegpunkt stehen hat. So, dann brauche ich diesen Punkt. Ich brauche Übergabe und ich brauche 1, 2, 3. Ah. Wo will der denn hin? Nein. Die Schafe düngen mir nicht. Die wachsen auch ohne Dünger. Eieieiei. Bisschen weniger aufs Handy gucken, mehr geradeaus fahren. Dankeschön. Ist auch krass, ne? Früher sind sie Schlangenlinie gefahren, weil sie betrunken waren. Heutzutage fahren gar nicht mehr so viele betrunken Auto. Sie sind jetzt ersetzt worden durch die Handymenschen, die während der Fahrt Nachrichten schreiben. So, der erste Mähdrescher ist am Feld angekommen. Der hier, der darf düngen. Theoretisch darf ich, glaube ich, gleich noch Rasen mähen, habe ich gesehen. Ne? Ja, sind beide fertig. Wow.
Cool. Schön. Aber eins nach dem anderen. Erstmal natürlich jetzt hier dieses Feld. Mal vorbereiten. So, das ist Feld 50. Ein großes Feld, das jetzt geerntet wird. Tja, passt nicht so ganz, ne? Wenn ich das mal so sagen darf. Dann machen wir doch mal hier alle Wegpunkte an. So, jetzt muss ich schauen, der fängt auf der Seite an, gleich zumindest, gleich nachher und fährt in die Richtung weiter. Jetzt gehen wir einfach mal hier hin. Der andere, der muss ja noch drei Vorgewende fahren. Und ich setze mit dem schon mal den in der Mitte an. Erst einklappen wie was? Habe ich noch nicht? Oh, Entschuldigung. Das Fahrwerk war noch draußen. Ist aber auch empfindlich heute. So, der fährt. Nächste bitte. Der da kommt mal eben schnell irgendwo aufs Feld. Da, wo er gleich nicht stört. Und dann kann ich den hier hinsetzen. Dann ist nämlich auch gleich der Abtankenpunkt frei. Das ist er nämlich jetzt gerade noch nicht. Stehe nämlich jetzt gerade noch da und muss den Punkt, an dem der LKW nachher anhalten wird, noch frei machen. Aufklappen, aufklappen, nee, zuklappen, so. Und einen Kurs laden. Dein Ziel ist kein Kurs, wie was? So. Drescher 50. Mein Ziel war eine ein Ordner. Das geht natürlich nicht. Obwohl das natürlich auch eine interessante Sache wäre, ne? Wenn er sich das entsprechende raussucht aus dem Ordner, du musst nur den Ordner vom Feld anwählen. Und der macht für jedes, ja, vielleicht noch Verbesserungsvorschlag. Er macht dann einfach für jedes Gerät, das man da drin hat, das man gespeichert hat, eine automatische Zuordnung. Dann. Aber natürlich nicht immer, sonst kannst du den Ladewagen nicht hinterherfahren lassen. So. Gut. So, jetzt sind sie alle fleißig. Der Mähdrescher ist fleißig. Er nicht, natürlich. Bauen wir mal von Anfang an. Er steht da rum. Da kommt der LKW. Auf der Straße, das funktioniert.
Das erste Vorgewende ist immer das Schwierigste, ne? Und der bleibt jetzt da auf der Straße stehen und findet nachher hoffentlich seinen Weg zurück aufs Feld. Ah, jetzt kommt die Ecke, weswegen ich hauptsächlich das. Also eine der beiden Ecken, weswegen ich hauptsächlich die Vorgewendeüberlappung so groß habe und weswegen ich hier diese, ja, die Feldrandüberschneidung so groß gestellt habe. Alles weg. Aber im nächsten Vorgewende da in den Kurven auch alles wegnimmt, werden wir sehen, aber ohne nachzuhelfen. Es ist krass. Ich habe aber, glaube ich, noch mit keinem Mähdrescher so eine große, wegen den Bäumen jetzt, so eine große Überschneidung, Feldrandüberschneidung eingestellt. Sollte ich vielleicht mit den anderen auch machen. Dann muss ich da auch nicht mehr hinterherfahren und Halme in den Ecken wegmachen. Mal ganz kurz schauen, was der gleich da oben macht an der Ecke. Ich vermute ja, dass ich da noch mal hinterherfahren muss. Weil die haben ja eigentlich alle Hecklenkung. Ne? Ist ja bei jedem Drescher das gleiche, egal ob ich jetzt den nehme oder den anderen. So ein großer Unterschied wird das nicht sein in der im Wendekreis. Hier fehlt mir jetzt ja quasi in der Überlappung zum nächsten Vorgewende ein halber Meter ungefähr, zumindest am Anfang, weil ich ja hier den Kurs nicht nochmal gefahren habe, wegen einer oder zwei Reihen Halme habe ich das jetzt für unnötig befunden. Aber wenn da jetzt wirklich ein Halme an der Ecke stehen bleiben sollte, dann wäre der bei dem Kurs im Normalfall auch gefallen. Der große grüne Halmmörder. Habe ich mir gedacht. Ein Halm. Komm. Normalerweise wäre der weg, ne? Also, ich will das jetzt einmal. Einmal will ich es jetzt wissen, natürlich. Aber ich setze den dann natürlich auch gleich wieder an. Gehe jetzt mal ins erste Vorgewende noch einmal. Mach das einmal kurz an. Lass den da jetzt zur Kurve fahren. Und normalerweise müsste der den Halm im ersten Vorgewende erwischen. Recht doch. Ne? Also, demnach lag ich da goldrichtig.
wirklich sehr exakt, ne? Immer genau den gleichen Kurs. Sofern man keine Störfaktoren reinbringt, ne? Sehr gut. So. Obwohl, wenn man hier weiter noch gar nicht so viel unterwegs ist, wird hier schon wieder irgendwas blockiert. Ah, der ist fleißig. Auf Feld 46. Das läuft. Der steht da rum, der kann nicht blockiert werden. Hä? Wie jetzt? Jetzt wird auch nichts mehr blockiert. Also irgendwie? Was war das? Sehr merkwürdig. So, der ist dabei. Der ist dabei. Was ist mit dem anderen Mähdrescher? Der wird auch nicht blockiert. Hey. Irgendwie fehlt mir das erste Vorgewende. War ja nicht mitgefahren. Egal. Setze ich nachher nochmal drauf an und gut ist. Verstehe ich jetzt nicht ganz, aber irgendwie ist der aus dem ersten Vorgewende rausgesprungen. Wie auch immer er das gemacht hat. Oh. Komisch. Sehr komisch. Genau. Rasenmähen. Ich habe da zwei wundervolle Geräte. Diesen und diesen. Und die sind richtig gut drauf. Was das Schneiden von Rasen betrifft. So, stellen wir den mal kurz dahin. Holen ihm schon mal den richtigen Kurs, nämlich Feld 47, 48, Rasenmäher. Da gibt es auch nur den Kurs, weil ich tatsächlich da auch nur Rasenmäher. So. Einmal aktiviert. Genau, jetzt muss ich noch für den für den Ladewagen muss ich noch das entsprechende einstellen. Diesen Kurs. Das Ganze geht mit Sicherheit, passt das sehr schön in die Silageproduktion. Und Gras ist auch richtig. Übergabe an. Genau, und go. Oh. Wie sagt man so schön? Der ist schon groß, der kann das alleine. Er schickt jetzt auf nahester Wegpunkt. Ich bin jetzt gleich gespannt. Ich werde jetzt schnell den anderen einstellen und dann muss ich mal gucken, wo der ansetzt.
So, dann gehen wir mal auf den anderen. Stellen da was Ähnliches ein, nämlich den. Den Feld 45. Aktivieren. Feld 45 abtanken. Wo bringst du denn hin? Das ist eine gute Frage. Ich lasse die auch mal da hinfahren. Der steht auch auf nächster Wegpunkt. So, jetzt fährt er natürlich erstmal zum eigentlichen Abtankenpunkt. Wenn jetzt alles richtig war, müsste er links zum Deich fahren. Und trotz dieser Voreinstellung, nächster Wegpunkt, eigentlich erstmal am ersten ansetzen. Na, er macht noch nichts. Da hinten ist der Start. Ja, man sieht schon, es läuft. Ihr fährt an so vielen Wegpunkten vorbei, die jetzt alle näher wären. Das passt. Übrigens auch eine sehr schöne Mod, der Krone mit mit der Zapfwelle hinten dran. Kann man sehr schön gleichzeitig mähen und aufsammeln. In den Kurven ist es zwar manchmal ein bisschen eng, aber das ist halb so wild. Ja, läuft. So, dann schauen wir doch mal bei dem anderen. So viele Geräte hier drin, ne? Die muss ich alle mal gleich rausschmeißen. Komm, das machen wir mal eben. Wir machen mal eben ein paar Geräte aus, die wir hier nicht brauchen. Den brauchen wir nicht, den brauchen wir nicht, den eventuell. Im Moment nicht. Den auch im Moment nicht, den kann ich dann immer noch anmachen. Vielleicht auch nicht, machen wir mal aus. So, dann den brauche ich auch nicht. Er wartet, der bleibt auf jeden Fall an, der auch. Der wartet ebenfalls und der auch. Der steht wo? Ach, das ist mein Palettentransporter. Obwohl, den könnte ich mal gebrauchen. Gleich. So, das lassen wir erstmal, wie es ist.
Ah, doch, wobei, den könnte ich eigentlich mal anmachen. Ich muss ja hinten auch noch Felder düngen. Den mache ich jetzt aber erstmal aus, den Fendt. Der bleibt auf jeden Fall an. Und natürlich die Kartoffelernte, die kann ich auch mal ausmachen. Den LKW lassen wir mal drin. Vielleicht brauche ich gleich noch irgendwo Unterstützung. Kann aus. Kann aus. Kann aus. Aus. Ja. Dann haben wir das. Erstmal. So, etwas mehr Übersicht. Rasenmäher, Übersicht, also Hofübersicht, Rasenmäher. Der muss gleich noch aufs Feld. Der ist fertig. Oh, sehr schön. Damit können wir gleich mal ein paar Paletten abholen. Der wartet. Der andere wartet vorne immer noch. Warum wartet er da vorne? Warum fährst du nicht dahin und machst den leer? Ist da der falsche Abtankpunkt eingestellt oder was? Der fährt, der wird abgetankt und der steht da immer noch rum. Okay. Moment, stopp, aus. Wo willst du hin? Ist wieder einer, der macht, was er will und nicht, was er soll. Das ist blöd. Dann fährt er jetzt erstmal sein. Erstes Vorgewende hier, der kleine Vogel. Ah, ich weiß, was ich gemacht habe. Ich habe versehentlich den normalen Helfer angemacht, deswegen ist er hin und her gefahren. Oh. Ganz kurz beobachten. Ja, das ist natürlich klar. Dann macht er natürlich auch keinen Feldkurs und dann wird er natürlich auch nicht abgetankt. Jetzt sieht das vernünftig aus. Wunderbar. So, ich hole mir mal eben einen frischen Kaffee her und bin in ein, zwei Minütchen wieder bei euch. Bis gleich nach einer kurzen Pause.